La tragedia del Mottarone, freni bloccati da anni, questo è quanto emerge da video della funivia trasmessi da una tv tedesca e girati a partire dal 2014. La tragedia della funivia del Mottarone, mentre si pianificano le operazioni di rimozione della cabina, la Procura acquisisce dei video che mostrerebbero l'impianto in funzione con i forchettoni già diversi anni fa. Seilbahnen sind seine Leidenschaft. Der Schweizer Michael Mayer filmt und fotografiert seit mehr als 20 Jahren kleine und große Kabinen. Als er vom Unglück im italienischen Stresa am Pfingstsonntag erfährt und was möglicherweise die Ursache war, erinnert er sich, recherchiert in seinem persönlichen Fotoarchiv und findet tatsächlich einige Jahre alte Bilder der Unglücksbahn. Bahn. Hier ist die erste Sektion zu sehen, äh, die, die Kabine und, und hier sieht man auf diesem, auf diesem Podest liegen diese, diese beiden Foketone. Video che potrebbero aggravare la posizione degli indagati e riscrivere la portata delle dichiarazioni del caposervizio Tadini che ha ammesso di aver piazzato i forchettoni sulla cabina dal 26 aprile. Potrebbe essere stato l'uso reiterato dei forchettoni nel tempo, con la funivia in corsa, a provocare una tensione eccessiva sulla fune, determinandone la rottura all'altezza dell'attacco del carrello. Questa è una delle ipotesi che i consulenti dei PM, che lunedì torneranno a fare un'ispezione sul Mottarone, vogliono verificare anche in quest'ottica sono stati ascoltati ieri ed oggi da PM Carabinieri alcuni dipendenti della Funivia. Quanto spesso mettevano e toglievano i forchettoni? Solo nell'ultimo mese, come riferito all'inizio, o era una pratica reiterata nel tempo, come sembrano indicare le immagini girate da un video svizzero già nel 2014-16-18? Video acquisiti dalla Procura, ma ancora da verificare. Se fosse una pratica abituale, sarebbe inconcepibile, commenta l'ex sindaco di Verbania, nonché ex presidente della società pubblica che ha gestito la funivia tra il 1997 e il 2001, un breve interregno tra le due gestioni nerini. Certo getterebbero una luce inquietante e se lo si fosse fatto vuol dire che c'era una superficialità, una trascuratezza ma anche una sensazione di impunità per un verso e di garanzia totalmente infondata che nulla mai sarebbe accaduto perché è vero che la rottura di una fune tra enti o portanti è un fatto totalmente eccezionale però non è totalmente imprevedibile sentito come testimone l'operaio Fabrizio Coppi dice ricordo di aver chiesto a Tadini se la vettura poteva viaggiare col ceppo inserito tadini mi rispose prima che si rompa una traente una testa fusa ce ne vuole An der Unglücksbahn ist das Zugseil gerissen warum ist noch unklar in jedem fall hätte dann die notbremse greifen müssen die die gondel auf dem noch intakten tragseil festhält doch die Notbremse war am Unglückstag mit einer roten Gabel blockiert. Genau diese rote Gabel fanden die Ermittler in den Trümmern. Offenbar wurde die Notbremse außer Kraft gesetzt. Der Grund, sie soll den laufenden Betrieb gestört haben. Professor Gabor Oblatka ist einer der wenigen unabhängigen Experten für Seilbahntechnik, forschte viele Jahre an der Hochschule Zürich. Dass eine Gondel mit blockierter Notbremse fährt, hat er noch nie erlebt. Ich habe keine Worte, um das beurteilen zu können, weil das ist außerhalb meines Vorstellungsvermögens. Ich bin bestürzt und bin empört und, und habe null Verständnis dafür. Weil die Bremse blockiert war, sind 14 Menschen gestorben. Der Schweizer Michael Meyer hat jahrelang selbst in der Seilbahnbranche gearbeitet. Bis heute sind Bahnen und ihre Technik seine Leidenschaft. Auch die Seilbahn von Stresa hat er mehrfach gefilmt. Als er von dem Absturz erfährt, geht er sein Archiv noch einmal durch. Er kann kaum fassen, was er da entdeckt. Für den Laien kaum zu erkennen. Der Technikfreak ist sich sicher mir ist dann aufgefallen, dass man auf diesen fotos, die diese foketone wie sie in den italienischen medien äh, breitgetreten werden, schon zu sehen sind. also schon im jahr 2014 wurden diese foketone mit personen in der kabine eingesetzt. die foketone, die gabeln, die die notbremse blockieren, das sei bei leerfahrten in ausnahmefällen erlaubt, sagt ein anwalt der beschuldigten. für wartungsarbeiten ist das praktisch Ansonsten aber kriminell. Und Meyers Bilder aus dem Jahr 2014 zeigen auch Fahrgäste in Kabinen, bei denen die Notbremse offenbar manipuliert war. Also wir sehen hier die, die, die Kabine 3, also das ist auch diejenige, die abgestürzt ist. Äh, sehen Sie hier am Laufwerk, wenn man das hin, hinzoomt, hier charakteristisch diese, diese, beiden, diese beiden kleinen Spitzen. Das ist diese, die Gewindestange. Die Gewindestangen, mit denen die Gabeln befestigt waren, sind auch bei der Absturzgondel zu sehen. Auch diese Aufnahmen hat Michael Meier ins Treser gedreht, deutlich zu erkennen, die roten Gabeln, die die Notbremsen blockieren. Auch Meier ist mit der Gondel gefahren am 9. Juni 2018. Der Hauptverdächtige behauptet, die Gabeln erst vor kurzem, seit April 2021 eingesetzt zu haben, angeblich als Notlösung. Diese Version wackelt. Wir zeigen Professor Oplatka Meyers Videos. Das deutet darauf hin, dass man das möglicherweise früher auch schon gemacht hat. Offensichtlich hat man das praktiziert und bis jetzt Glück gehabt. Michael Mayer, den Hobbyfilmer, lässt das Unglück nicht los. Er fragt sich, ob der Absturz hätte verhindert werden können, wenn die Behörden den Einsatz der Gabeln früher bemerkt hätten. Nach einer langen Corona-Pause war der Betrieb erst kurz vor dem Unglück wieder gestartet. 14 Menschen sind tot, weil das Geschäft trotz defekter Bremsen weitergehen sollte.